So, hallo Leute. Ja, wir haben ein Update hier mit den Aufgaben. Das Interface hier ist ein bisschen, oder Benutzeroberfläche ist hier ein bisschen sortierter. Hier zum Beispiel Meilensteine. Da sieht man, wie viele man so wirklich abgeschlossen hat. Hier zum Beispiel bei mir aktiviere Realitätserweiterung, erhalte Schelde, bedanke dich beim Busfahrer, füge Gegnern Schaden zu. Da 4 von 10 zum Beispiel hier. Ja, wird da schön angezeigt, warum nicht. Prüfungen kommen erst in 5 Tagen täglich. Es hat sich nicht verändert, aber wurde auch mit überarbeitet in dieser Season. Woche 3 war ja eigentlich gestern, aber nach dem Update oder mit dem Update kamen die jetzt erst heute rein. Was haben wir denn? Wie viele? 5 Stück. Starte ein Kopfgeld bei verschiedenen Duellringorten mit einer Kopfgeldtafel. Ach, da muss man die aktivieren, okay. Erreiche auf einem Rogue-Motorrad Tempo 86. Ja, das sollte kein Problem sein, das kann man machen. Was ist das? Sammel einen Kampfvorrat ein. Ach, das sind doch diese Dinger, die zufällig irgendwo runterkommen. Was ist das denn für eine Woche? Was ist das? Rekrutiere einen Schwerartillerie-, Versorgungs- und Medizinspezialist. Ach, es gibt neue, was heißen die? Neue Charaktere auf der Map. Was ist die? Beanspruche den Eroberungspunkt auf der schwebenden Loot Island. Oh, da landen immer viele und holen sich die mythische Waffe. Echt jetzt muss man das machen? Oh, ist das, weiß ich nicht, finde das echt. Ach, ist nicht blöd. Naja, ich weiß nicht. Also, ich sag mal so, man muss jetzt nicht alles davon machen, weil. Hier Wochenaufträge zum Beispiel, um die zu bekommen, da muss man eigentlich nur 13 abschließen. Das heißt, man könnte die eigentlich auslassen und in Woche 5 dann alle anderen machen. Zum Beispiel, das würde möglich sein. Ne? Wenn man die machen will, aber naja, ich sag mal so, besser alle machen, um vorher alles zu bekommen. Ne? Dann, wir haben auch ein neues Event, Oster-Event. Da gibt es schon was Schönes. Wir haben hier Blütenbahnhammer. Den wird man schon irgendwie erkennen. Und zwar, den kennt man vielleicht von dem Bananenset, diesem Cartoon-Set. Da ist das der gleiche Hammer. Nur hier in einer anderen Farbe und nur ungewöhnlich. Den anderen, der Cartoon-Variante, der ist in Episch zu holen. Dann Frühlingsflieger gibt es hier noch. Ein Hängegleiter. Ja, auch nicht schlecht. Und Blütenrucksack. Der Rucksack erinnert ein bisschen von Ruby irgendwie, kann das sein? Und da kriegt man nochmal 60.000 Battle Pass XP. Ich habe noch keinen Skin dazu gesehen. Kommt vielleicht noch. Es sieht sehr danach aus. Sieht aber auch danach aus, als würden diese Gegenstände später auch in den Item Shop kommen. Mit diesem Skin wahrscheinlich. Dann, ja, das sind diese Aufgaben, die man abschließen muss. Kriegt man auch nochmal Battle Pass EP. Gib Waren aus. 400. Dann hat das immer weitere Phasen. Sammel gelegte Eier. Die sind bestimmt random irgendwo auf der Karte zu finden. Da gibt es bestimmt irgendwo Standorte von. Dann überlebe Sturmphasen. Das sollte kein Problem sein. Und was hier? Hier kriegt man schon das Rückenaccessoire. Besuche Kirschblüten. Baum. Ansichten. Ach, auf der ganzen Karte jetzt, also da wo
da wo jetzt markiert ist, da sind überall Kirschblüten zu finden. Da ist einer, ne? Hier und Brutalbestien auch. Ich kann mir gut vorstellen, dass die Orte vielleicht ein bisschen verändert werden in den nächsten Updates. Wenn die da schon drin sind. Ja, was gibt's noch? Jeden Tag, bis man 22 Aufgaben erledigt hat, bekommt man täglich eine neue Aufgabe. Das heißt, da kriegt man erstmal ein bisschen Battle Pass EP. Zwischendurch, wenn man hier guckt, kriegt man auch diesen Hotdog da als Ladebildschirm. Das Spray mit dem Hasen. Der Hase hat diesen Hammer drauf. Vielleicht dieser Hase als Skin irgendwann kommen. Und ein Banner als Osterei. Jo, kann man eigentlich mitnehmen, ja. Dann gibt es noch, ich glaube, nächste Woche dieses Laternenfest Teil 2. Oder vielleicht wird das Samstag schon freigeschaltet, ich weiß noch nicht. Da kann man dann auch eine Lackierung freischalten. Da seid gespannt drauf. Ja, ansonsten. Ich sag mal dann bis zum nächsten Mal, ne? Sehr schöne Woche. Schönes Update. Ja. Oben, ich kann mal machen, ne?